Hallo zusammen, jetzt muss ich mich doch noch mal melden. Ich habe noch kurz eine Info rauszugeben. Und zwar, nachdem ja morgen von 17 Uhr auf übermorgen 5 Uhr früh, also 12 Stunden lang, der Stream geht, wird der Kaffeeklatsch am Sonntag entfallen. Dieses Mal, also ausnahmsweise wird er entfallen. Ne? Also ausfallen. Aber dafür gibt's ihn dann wieder nächsten Sonntag, ne? Den Kaffeeklatsch am Sonntag, wie gewohnt. Aber das Mal, weil wir so lang streamen, fällt halt das weg, ne? Und ja, ich freue mich schon auf morgen Abend. Und ich habe vorher auch schon angerufen, ob man mittlerweile schon auf der Post war, weil mir wurde mitgeteilt, man solle aufs Postfach gucken, und weil ich die Möglichkeit ja nicht habe, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich habe meinen Vater gefragt, ob der auf Post gucken kann in die nächsten Tage, und der hat ja gesagt, und jetzt hat er auf Post geschaut und jetzt war ein Kuvert drin, also ich habe angerufen, ein Kuvert war drin. Auspacken tue ich es am Dienstag, weil ich am Dienstag bei meinen Eltern bin und meine Mutter wollte schon auspacken und mir am Telefon sagen, was drin ist. Dann habe ich gesagt, na, das mache ich. Das mache ich, habe ich gesagt zu ihr. Na, das mache ich. ja, und am Dienstag werde ich eben das auspacken, ne? Das Kuvert. Weil meine Mutter hat gesagt, da war nur ein Kuvert drin. Bin ja mal gespannt, was da dann rauskommt aus dem einen Kuvert. Aber nicht verraten, ich möchte es erst am Dienstag erfahren. Ne? auf jeden Fall wird es jetzt halt ein bisschen spannender, weil die erst am Dienstag da hinkommen. Ja, was steht denn sonst noch so an? Jetzt plane ich halt heute, weil ich morgen und übermorgen ja kein Video machen kann wegen dem Livestream. Ja, am Montag, beziehungsweise am Montagabend packe ich es aus, weil am Dienstag kommt eventuell Max on Tour. Also jetzt planen wir mal schon. Also am Montag packe ich es aus, das Kuvert, dabei bleibt's. Am Dienstag kommt eventuell Max on Tour. Ich muss mal gucken, ich habe schon mit meiner Oma telefoniert, ob man vielleicht irgendwie einen Ausflug machen kann, irgendwo hinfahren kann, weil ich ja keinen Führerschein habe, ne? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich sie gefragt, ob man irgendwo einen Ausflug hin machen können, dass ich Fotos machen kann, die ich euch dann zeigen möchte in Max on Tour. Am Mittwoch muss ich mal gucken. Am Donnerstag muss ich auch mal gucken. Am Freitag gibt's der Riegelfreitag. Danach werde ich eventuell in Stüber gehen. Am Samstag gibt's mal gucken, ob ich da eins hinbekomme. Am Sonntag der Kaffeeklatsch. Am Sonntag. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zum sagen, weil das eigentliche Video habe ich ja vorher schon gedreht, der Riegelfreitag, ne? Und jetzt mache ich Feierabend mit YouTube, ne? Also, mit YouTube ist jetzt für heute erst einmal Feierabend. Ich schaue mir jetzt den Fasching im ZDF an. Das wäre jetzt auch ein Fernsehtipp. Also, wer Fasching mag, kann, dem kann ich den Fasching im ZDF empfehlen. Und zwar, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Ne? Kommt jetzt dann im ZDF um 7:15 Uhr. Aber okay, das werde ich mir jetzt angucken auf jeden Fall. Wer will, kann sich ja auch angucken. Ist jetzt einmal so ein Tipp von mir. Ne? Ist kein Muss. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ansonsten war es das eigentlich auch schon mit dem Infovideo und Geplane. Lasst mal einfach Daumen nach oben da, wenn es passt. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. An alle neu dazugekommenen, Servus. Gruß an Basti. Und
ja, wie gesagt, geht's am also das mit die Kommentare wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen. Es gibt so viel Unfrieden in der Welt. Zumindest in die Kommentare ein bisschen in Frieden. Ne? Dass man in die Kommentare wenigstens friedlich miteinander redet. Ne? Und im Livestream miteinander friedlich umgeht. Also, da wünsche ich mir halt Friede wenigstens. Ne? Weil, man hört es ja in die Nachrichten, in der Türkei, Krieg oder war Krieg, im Iran ist alle Unschiss Krieg, überall Krieg und Unfrieden. Da sollten wir wenigstens hier in Drecksack TV 2 ein bisschen Friede machen. Und in Juno auch ein bisschen Frieden, weil Unruhen brauchen wir irgendwo nicht. Also, ich bin einer, der mag irgendwie Friede immer. Also, Unfriede ist nichts. Ich muss zugeben, mit der Freundin von meinem kleinen Bruder habe ich schon, stehe ich schon auf Kriegsfuß, muss ich ehrlich zugeben. Das habe ich euch ja mal erzählt. Aber, auf jeden Fall, das war's jetzt für heute. Ihr könnt von Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Glocke, den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ihr könnt mir in meine Sachen folgen, wie gewohnt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich einen schönen restlichen Freitag. Habe die Ehre. Wir sehen uns.